Wir werden zu jeder Waffe, die wir auf Gold spielen, eine Folge hochladen. Oh, 10 Headshots, kommt, Leute. Kommt, Baby, ich will die jetzt auf Gold haben. Allererste auf Gold. So, nochmal sicher gehen, dass wir alle anderen Sachen haben. 10, 10, 10, 10. Hier 9. Überall 10. Das Hausstellung. Die ganzen Aufgaben, die wir für die Waffen haben, sind so unglaublich heftig. Also, einige haben schon ausgerechnet, 500 Stunden braucht es, bis man alle Waffen durchgelevelt hat, ohne die Aufgaben an sich. Und jetzt werden wir auf das Haus, wahrscheinlich die geilste Playlist aller Zeiten, versuchen, die letzten 10 Headshots zu machen, damit wir offiziell die erste Runde bzw. die erste Waffe auf Gold haben. Perfekter Beginn. Erstmal die Nate rein. Hier komplett durch. So, das war kein Headshot. Wir müssen genau runterzählen, Leute. Dieser Grind von diesem Game ist absolut heftig. Und hätte ich Geld drauf wetten müssen, wie dieses Game wird, gerade nach der Alpha, ich hätte ganz viel Geld darauf gewettet, dass es nicht so gut wird wie das hier. So, nur noch 9. Digga, wie viel sind das? 9 Headshots noch. Kommt, YouTube, ihr zählt mit. Okay. Das ist, nee, ist kein Headshot. Oh. Oh, shit. Komm, 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 kommt. Wenn ihr Fragen irgendwie habt, wie ihr am besten leveln könnt oder, könnt ihr mir gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt hier mittlerweile fast einen Spieltag. Das ist kein Headshot. Ich habe mittlerweile fast einen Spieltag Spielzeit hier. Das ist mehr als in MW und Cold War in den ersten 5, 6, 8 Wochen zusammen. Oh Digga, er macht so viel Headshots. Er macht so viel Headshots. Ich brauche auch solche. Und ich kann euch eins sagen, der Grind-Faktor, aber auch die Lust und Laune, wie man hier spielen kann, ist absolut heftig. Also, so hart, wie wir uns alle geirrt haben, muss man mittlerweile ganz ehrlich sagen, Sledgehammer hat hier was ganz, ganz Tolles hingekriegt. Und auch wenn jetzt einige immer noch unter den Hatern sagen, ja, aber das ist doch alles normal. Das, was Sledgehammer hier alles gemacht hat, ist einfach mit Hand und Fuß gemacht. Es gibt hier nicht, das hier geht nicht, das hier geht nicht, das hier ist kacke. Und Gegner gibt es ja auch nicht. Perfekt, ich brauche immer noch Headshots. Das ist wieder keiner. Wieder keiner. Jungs, ich brauche Headshots. Ich krieg die Headshots nicht. So, letzten 7 oder 8 Headshots dürften das sein. Digga. Ich krieg gleich einen zu viel. Und er spielt Doppel-Shotgun. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Hier, fangen wir die. Hinter uns. So, kein Headshot. Perfekt. Da ist der Headshot. Das dürften noch 6 sein. Da ist die Doppel-Shotgun. Perfekt. Perfekt. Die Doppel-Shotgun ist das ekligste. Da ist der. Kein Headshot. Oh mein Gott, ich sehe nicht. Komm, 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 komm. Oh. Komm, der kommt wieder. Er kommt nicht wieder. Auf dem Orbi achten. Nasen, das ist ein Headshot. Also Leute, der Road to Atoma, ohne dass man diese ganzen Bugs benutzt, ist absolut krass. Und jetzt haben wir es so weit geschafft, dass wir hier mit der MP40 nur noch 7 lausige Headshots brauchen. Sobald wir die 7 lausigen Headshots haben, haben wir auch endlich auf der ersten Waffe die Tarnung, die wir so sehr wollen. Bis wir dann eben, und das habe ich ja schon gesagt, die Goldtarnung in dem Game sieht absolut heftig aus. Was war das für ein Spawn? Was war das für ein Spawn? Holy Kamoli, da Fucky, da Ducky. Digga, wie viel sind das hier? Okay, Granate. Da hinten ist auch noch einer. Ich sehe nichts. Okay, schön vorsichtig. Wir brauchen hier nur noch die Headshots. Alles andere ist etwas, was wir uns einfach zusätzlich holen. Wenn ihr Tipps braucht, wie man am besten levelt, auf jeden Fall Herrschaft, Stellung auf diesen kleinen Maps. Diese Maps hier sind das Geilste, was dem Game irgendwie passieren konnte. Und vor allen Dingen macht es einfach so unglaublich Spaß. So, jetzt spawnen die hinter uns. Das ist das Geile an diesem Perk. Und er kommt mit der Shotgun. Darauf müsst ihr euch einstellen, Leute.
Ihr werdet ein komplett anderes Spielerlebnis haben, wenn ihr alleine spielt, als wenn ihr hier im Team spielt. Wenn ihr alleine spielt, habt ihr viel schlechtere Lobbys als im Team. So, da ist die Drohne. Nice, geiler Spawn. Jetzt die Drohne. Digga, der Spawn ist so krank. Der Spawn ist sowas von krank. Ihr werdet euch an alles gewöhnen können, Leute. An die Spawns, an die Hektik, an das Chaos, an den Nate-Spam. Mein Tipp, einfach drauf losspielen. Gerade hier. Okay, das war ein Headshot. Das war noch einer. Oh, shit. Okay, die V2, wir haben so viel Fails mittlerweile. Aber sie ist trotzdem drin. Da sind die Kampfhunde. Das ist die Magie dieser wunderbaren Feldaufrüstung. So, okay, das haben wir überlebt. Wie auch immer wir das überlebt haben. Hier ist noch ein Gegner. Da ist der Orbi. Den holen wir uns auch noch. Den holen wir uns auch noch. Okay, jetzt beginnt das Chaos. Und jetzt kühlen Kopf bewahren. Jetzt machen wir Gold. Es gibt keine Ausrede dafür, dass wir das hier jetzt nicht schaffen sollten. Außer eine Granate, die mich trifft. Guckt euch die Granate an. Okay, ich kann sie gar nicht sehen. Es ist besser so, dass ich sie nicht sehe. Geht rein, Hunde. Haut sie weg. So, kein Headshot. Und die Shotgun ist wieder da. Leute, wir haben fast 24 Spielstunden Spielzeit in diesem Game. Das ist so krank, Jungs. Es ist... Dieses Game macht so unglaublich süchtig. Und wieder ein Headshot. Wie viele Headys fehlen noch? Ich will diese erste Waffe auf Gold. Der Grind muss weitergehen, durchgängig. Okay, den haben wir auch. Und jetzt ziehen wir nochmal runter. Oh, der Spawn. Oh mein Gott, der Spawn. Was haben wir hier? Ein Schrot. Wo? Digga, die Spawns sind absolut heftig, Leute. Komm. Ich brauche diese Tarnung. Das war kein Headshot. Das war auch kein Headshot. Wir brauchen Headshots. Es ist einfach Hirn ausschalten, Leute. So gut spielen, wie ihr könnt. Die Headshots kommen von allein. Ihr könnt die Headshots auch in Hardcore machen. Das Problem ist, dass aktuell, das scheint verbuggt zu sein, Hardcore nicht richtig funktioniert. Das heißt, ihr sucht. Es gibt aber keine richtigen Lobbys in Hardcore. Ihr sucht also die ganze Zeit irgendwas, was gar nicht da ist. So, jetzt wieder aktivieren, den toten Briefkasten. Den holen wir uns. Das war ein Headshot. Was fehlt jetzt noch? Wir haben es geschafft. Die erste Waffe auf Gold. Die erste Waffe auf Gold, endlich. Die erste Waffe auf Gold. Die MP40. Und in den Kommentaren könnt ihr abstimmen, mit welcher Waffe wir als nächstes weitermachen wollen. Ich persönlich würde es absolut feiern, wenn wir hier einfach die STG als nächstes nehmen, damit die beiden aktuell überpowerten und meistgenutzten Waffen schon mal weg sind. Und wie gesagt, Leute, einer der wichtigsten Tipps, glaube ich, wenn ihr spielt, versucht in der Party zu spielen. Ihr könnt auch meinem Clan beitreten. Der ganze heißt SHPYT, also Sheppy YouTube. Clan-Beitritt ist kostenlos, ihr müsst nichts können, kein gar nichts. Jeder, der im Clan zusammenspielt, bekommt nämlich durchgängig 10% extra XP. Egal, ob er zu zweit spielt, zu dritt, zu fünft oder zu acht. Obwohl, zu acht geht ja leider noch nicht. Soll aber angeblich noch kommen.